Hallo und herzlich willkommen bei Thunderstrike! Ja, wie ihr seht, es ist wieder hell, es ist nicht mehr dunkel. Susi hat die Hose wieder trocken. Wir haben jetzt einen anderen Weg gefunden. Wir haben uns zu Hause informiert und haben einfach den nächsten Tag jetzt sozusagen genutzt, um weiterzumachen. Und ich drehe mal die Kamera. Wir stehen im Wald und da ist schon ein Tor. Da gehen wir jetzt hin und wir nehmen euch natürlich mit. So, wir haben uns auf jeden Fall gestern informiert, dass sozusagen ein Teil schon aufgemacht worden ist. Ach, das Wetter ist so herrlich, Leute. Ich hätte Gummistiefel mitnehmen sollen. Auf jeden Fall ist das wieder geil. Nein, wir haben uns informiert, dass auf jeden Fall wohl das Tor aufgemacht worden ist. Ich frage mich jetzt, ob wir hier durch dürfen. Ich habe nur gehört, so ein Teil wurde aufgemacht. Und man darf es benutzen und ein Teil ist halt zu. Ja, jetzt müssen wir uns mal hier so ein bisschen durchfuchsen. Also wie gesagt, das ist wurde früher als richtiges Munitionslager benutzt. Geschweige, gab es da Pferdestall, da gab es Krankenhäuser, Feuerwehr. Also man kann sagen, sozusagen eine Kleinstadt. Ja, so würde ich das mal beschimpfen. So. Ich bin drüben. Ich bin drin. Du auch? Ja. Super, dann kannst du losgehen? Ja. Gut. Wow. Ich sack hier ab. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir alles so von früher finden. Das Geile ist, im Internet, muss ich noch dazu sagen, gibt es sehr viel. Wie Steine, verschiedene Sachen, Zäune. Also hier soll eine Menge Häuser noch stehen. Es gibt hier so viel zu entdecken. Und es soll mega, mega groß sein hier. So, bin ich mal gespannt. Einen ganz kleinen Fußmarsch, muss ich sagen, sieht man schon die ersten Steine, Gebäude, kann man es ja nicht mehr nennen. Aber ich bin froh, dass es jetzt hell ist und ich einfach wirklich da durchgucken kann. Das war gestern echt schon... Wir brauchen keine Taschenlampe. Ja, vielleicht in den Dingern, aber man sieht außen wenigstens, was los ist, ne? Ja, hier sieht man auch noch... Überall den Stacheldraht. Überall sind Bäume abgeknickt. Das ist echt heftig. Also es ist ein langer Fußmarsch. Und ich muss euch betonen, macht es nicht nach. Nein. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob man hier wirklich hin darf. Da hinten sieht man schon die ersten Gebäude. Seht ihr das? Irgendwas ist da schon wieder. Also es ist interessant. Ich liebe so große Plätze, wo vieles ist. So ein Gebäude ist ja auch schon immer schön, aber wo verschiedene Sachen verteilt sind, finde ich viel, viel interessanter. So, wir gucken mal. Also Schilder haben wir nicht entdeckt. Guck mal, Straße über Straße. Hier waren sie früher bestimmt immer gefahren. Das ist schon geil, ne? Einfach die Zeit zurückdrehen. Ja, wir drehen die Zeit ja zurück. Ja, wie war es früher? So, dieses Mal sind wir wirklich richtig. Ich meine, wir haben gestern auch schon einige richtig interessante Aufnahmen gehabt. Aber im Hellen ist es einfach, ja, was anderes. Man sieht das Ganze deutlich, das hätten wir jetzt im Dunkeln nicht erkannt. Hier ist die erste Hütte. Was das früher war, das weiß ich auch nicht. Das ist echt... Ja, das fällt echt schon zusammen. Also stabil war das hier nicht wirklich. Auf jeden Fall, hinter diesen Bäumen, da befindet sich jetzt sozusagen das ganze Zentrum, was wir eigentlich gestern gesucht haben. Aber wir hätten es gefunden, aber ich sag mal so, durch dieses blöde Wetter, na, es ist heute auch nicht besser. Aber das ist hier einer Kommando oder was? Ja, hat jemand gepfiffen. Eine Pfeife. Naja, auf jeden Fall seht ihr da, dazwischen seht ihr die ganzen Sachen. Also es wird jetzt interessant. Für mich zumindest. Hier ist auch schon wieder abgesperrt. Wir sind im Zentrum. Der Nils guckt. Da haben sie eine dicke Baumwurzel vorgemacht, dass man da echt nicht mehr reinkommt. Aber wir haben es gefunden. Ich brauche Regenjacken. Ich brauche Regenjacken. So, jetzt gucken wir mal, luschern wir mal so ein bisschen. Wir haben schon Fenster unten runter. Wow, alles zerstört. Alles kaputt. Riesen Baumwurzel. Oh, und guck mal, wie lang der Flur ist. Ah, ihr seht das nicht, es ist zu dunkel. Aber
Es ist Hammer. Es ist unbeschreiblich. Aber wie natürlich das ist, haben sie auch schon wieder ordentlich randaliert hier. Häuser über Häuser. Und da ist der Turm, den haben wir gesucht. So, eigentlich bin ich jetzt froh, dass wir nicht im Dunkeln so hier waren. Weil man merkt wirklich, hier sind sehr viele Löcher und ja, man muss schon aufpassen, wo man halt hintritt. So. Schon gefährlich hier, ne? Aber das ist Lost Place. Bei der Heizungsanlage war wohl gemerkt. Draußen ist es hell und hier drin ist es wieder dunkel. Ich mach mal auch meine Taschenlampe an. Kesselwassertemperatur. Hier haben sie auch zugemacht mit Wurzeln. Die wollen halt nicht, dass man hier reingeht. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich schätze mal, von außen darf man sich's angucken. Aber ich glaube, hier drin würde es halt Ärger geben. Oh, was ist das denn für ein kleines Fenster, ey? Mit einer Luke dran. Siehst du, das kannst du da schieben. Mhm. Da kann man ja so zuschieben. Keine Ahnung, wie das macht. Oh, das ist ja auch noch. Räume über Räume wieder mal. Ih, und es regnet hier rein. Ih! Oben auch noch ein Gitter. Pfui. Ich komme mir vor wie im Zoo hier. Kennt ihr das noch von früher? Aber ich, jetzt verstehe ich das. Deswegen ist hier auch Sicherheitsglas. Da musstest du dich damals hier anmelden. Boah, hier stinkt's, Alter. Hallo, ich bin die Susi. Darf ich rein? Ja, okay, super, cool. Ich komme hier nicht rein. Langsam, ich mach langsam. Langsam. Ne, geht nix. Hier ist stammfest. Vorsicht, langsam. Ja. Es muffelt hier, ne? Es ist echt. Trotz, dass wir hier draußen sind. Ne, ich habe nicht gepupst. Ich weiß nicht. Und ich glaube, das riecht besser. Da Häuser über Häuser, ne? Und da hinten gehen auch welche spazieren. Boah, das müffelt hier, obwohl ich draußen bin. Boah, da ist auch noch irgendwas. Huch, jetzt drehe ich mich um und es wird interessanter. Boah, das stinkt. Boah, ich halte das nicht aus. Boah. Hast du deine Masken dabei? Na, ich habe mein Tuch davor. Gut. Guckt euch das mal wieder an. Alles wieder mal kaputt und... Ja, hier, so viel dazu. Und überall, ich bin so froh, dass wir echt nicht mehr abends hier gegangen sind, weil man sieht, dass das hätte man so alles gar nicht mit der Taschenlampe gesehen. Hier eine alte Lampe. Ich weiß nicht, was das hier sein soll, warum das zwei Stahlträger war. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, ich kann euch nichts sagen. Für was das alles war. Ich habe nur gelesen, es gab wohl eine Feuerwehr und es gab ganz vieles hier, Munitionslager. Also es ist noch riesengroß, es ist nur ein Teil davon. Aber ja, man kann kaum was erkennen noch. Ja, vielleicht war im Kanaldeckel was drin. Wollen wir da Richtung Turm erst, oder? Ja, würde ich sagen, in den kleinen Bunkern, glaube ich, ist eh nicht. Ich glaube, wir gehen mit euch mal zu das Hauptteil. Ich glaube, wir gehen hier rum. Doch. Okay. Hier gehen wir hier rum. Deswegen sind wir hauptsächlich hier. Wegen den, ja, wegen den Turm eigentlich. Ich fand den toll. Ich wollte den unbedingt sehen, weil ich den immer auf Bildern gesehen habe. Und jetzt, oh, hier hat jemand Cola getrunken und das ohne mich. Schweinerei. Guckt euch den an. Ich finde das mega. Das ist auch irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, was das ist, aber
Die sind hier die Fenster, die sind sicherheitsgeschützt. Oben ist auch nochmal ein Stacheldraht und hier unten war sozusagen eine Art Klappe. Ist so ein bisschen wie ein Krankenhaus, wo man Medikamente rausgibt. Was da drin ist? Nix. Ich glaube, wir müssen irgendwie da reinkommen. Oh, und es stinkt. Auf jeden Fall ist das Sicherheitsglas. Und ist hier die Tür haben sie zu, da waren wir aber ja eben schon drin. Oh, es wird immer doller mit dem Regen. So ein Mist. Ach ja, ist das schön. Ist das herrlich, das Wetter. Einfach nur geil. Wir müssen von innen rein. Trafostation. Was hier noch alles rumliegt. Sieben Stuttgart. Ich sag ja immer wieder, in den Wäldern liegt manchmal mehr als ja, als drin eigentlich. Ja, auch wieder alles Scherben. In den Turm kommst du nicht mehr rein. Kommst du nicht mehr rein? Oh, scheiße. Ihr Schweine, ich wollte da hoch. Ja. Wollte ich aufhängen? Ja. Tschüss Nils, das war schön mit dir. Ja. Oh Mann, wir kommen nicht rein. Ich meine, wir haben ja kleine Minischaufeln mit. Fang mal das Buddeln an. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir von innen da dran kommen. Na, glaube ich nicht, dass du von innen reinkommst. Ja, wir müssen nicht einzelne Fenster reinkommen. So rein. Ein Mist. Was für ein Riesentor. Da hinten schreien irgendwelche rum. Ich weiß nicht, ob die da Scheiße bauen oder so. Sieht so aus, als wenn das Jugendliche sind, die irgendwie Alkohol dabei haben oder so. Ich weiß es nicht. Hier sind noch alte Dosen drin von irgendwelchen Wurst, Fisch oder was die gelten. Nee. Oh, alte Wasseranlage. Oh. Ja, das Ding ist schon verrostet hier, wo die Klobürste reinkam. Was? Oh. Es stinkt, es stinkt, es stinkt. Pfui Deibel. Na, der Raum ist leer. Oh, diese Gerüche. Pfui. Euch mal die Schlösser von früher an. Ah ne, da fehlt das Teil nur. Ich wollte gerade sagen, Sicherheitsschlossklasse, aber stimmt, da fehlt der Türgriff. Hm. Typisch Dusi wieder, ey. Aber, ja, es ist schon stabil, ne? Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch. Oh, Leute, ist das Wetter herrlich. Hm. Nils, ich bin feucht. Der Regen wird nicht besser. Nils war gerade mal oben für ein Foto. Muss man ja auch mal festhalten, ne? Ist schon gewaltig, ne? Guckt euch mal die Ketten an. Wie dick die sind. Das ist echt krass. Wahnsinn. Da kommt der Bär. Aber ist schon gewaltig hier. Ist echt gewaltig. So, draußen pieselt's. Ich bleib hier drin. Was? Ja, hab ich noch gar nicht gesehen. Achso, wenn die Tore zu sind, dann ist das, kann man durchgucken. Aha. Sauerstoff. Ist jetzt in die Dinger hochgegangen, hast du ein bisschen Luft gekriegt, so. Aber alles nur Müll von heute, von den Leuten. Nichts von früher zu erfinden oder so. Ist auch wieder so eine... Ich bin so durchnässt. So, und der nächste ist gleich daneben. Obwohl ich im Internet irgendwie gesehen habe, dass es ja eigentlich mehrere sein sollten. Hm. Hier ist es noch fast zu. Hallo? Hallo? Es ist keiner zu Hause. So, wir sind... Keiner da. Und dieses Teil befinden sich sogar noch. Alter, wir gucken noch. Was ist drin?
Da. Das sieht noch gut aus. Das sieht noch gut aus. Was? Ja, die Kuckloch haben sie aufgerissen. Nicht geschweißt. Ach, da hatten sie damals ein Kuckloch da drin. Das können sie aufmachen. Dann kannst du hier reingucken. Oh, wie stumpf ist das denn? Warte mal, ich glaube, das ist nicht so ganz. Ist da eine Leiche drin? Warte, Taschenlampe, Taschenlampe. Das versuche ich auch nochmal. Sieht man auch nicht viel. Ist zu dunkel da drin. Nein, sie ist geschweißt. Ach nee. Gib's auf. Aber was das hier früher war, ich schätze mal echt Luftlöcher-Dinger. Die haben die dann hochgemacht. Und dann hatten die Sauerstoff da drin, ja. Vermute ich mal. So, der nächste ist wieder offen. Es ist so rutschig bei diesem Mistwetter. Ich muss es immer wieder betonen. Hier sieht man sogar... Ja, da hatten sie dadurch Luft. Dadurch haben sie Luft gekriegt. Ich habe erst gedacht, dieses große Teil geht auf. Aber nee, es sind doch wohl die. Hm? Hier auch wieder das Kuckloch. Das ist echt Wahnsinn, ne? Schall. Aber alle leer. Nix drin. Hast abgeschlossen, ja? Er hat das Tor wieder zugemacht. Obwohl er heute nicht gefrühstückt hat. Da ist das nächste. Alter, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ist offen. Taschenlampen. Das ist die Nummer 6. Am wenigsten regnet es. Ja, super. Darauf haben wir gewartet. Ein Raum. Super, das wollte ich zeigen. Nein, ich bleib hier drin. Mach die Tür nicht zu, du. Wenn die Tür fällt, ist sie zu. Schließt du alles ab? Machst du alles zu? Der Nils macht Lost Place zu. Ja. Foto von diesem Kasten machen, weil ich dachte, ist interessant. Und dann sehen wir da hinten, seht ihr das? Auch wieder so ein Hügel. Ja, vielleicht kommen wir da von der anderen Seite ran, keine Ahnung. Das ist auch auf jeden Fall was. Gleich eine Mine und Nils fliegt in den Luft. Der ist aber zu, glaube ich. Jetzt geht er mit mir in den Wald. Wie immer. Seht ihr den riesen Hügel? Das ist so ein Anzeichen dafür, dass das irgendwas sein muss. Aua, ich häng fest. Alles gut, ich lebe noch. Oh, ja. Nicht essen, meine Liebe, nicht essen. Ist giftig. So, und da oben ist auf jeden Fall... Ach, man sieht das schlecht. Ich sehe das von hier. Da ist schon wieder wie so ein Schornstein, sag ich immer dazu. Wie so ein Kuckloch oder irgendwas. Ja, zwei. Aber die haben sie zugemacht. Das ist voll... Jetzt verstehe ich das. Da unter ist zwar einer, aber ich schätze mal, die haben sie mit Laub und so alles zuwachsen lassen. Den haben sie verbuddelt. Da sind Geheimnisse unter... 100 pro. Gleich fällt er da rein. Blub. So, wir bleiben lieber unten. Oh, hört ihr, wie das regnet? Guck, er hüpft schon. Gleich fällt er runter. Vergiss es! Das haben sie zugeschaufelt mit Absicht. Aber hier seht ihr das. Ein ganz kleines Stück davon noch. Auf der Seite. Und wo ist der nächste? Auf der Seite. Da sieht man das sehr, sehr schön. Ja, da haben sie irgendwas... Ja, auch so ein bunkermäßiges Teil unter, schätze ich mal. Egal welchen Weg man längs geht, da sieht man was, da hinten sieht man was. Es ist wirklich so viel hier zu entdecken. Mittlerweile haben wir rausbekommen, dass es wohl doch erlaubt ist. In vielen Bunkern oder was, ich weiß nicht, wie man das jetzt schimpft. In diese kleinen Hallen da. Sind auch Leute drin oder auch Hunde, wir wissen nicht genau. Obdachlose halt. Also von daher sind wir manchen nicht reingegangen. Das ist jetzt schon wieder ein richtiges Haus, das kann man jetzt als Bunker nicht wieder bezeichnen. Aber ich glaube, durch diese großen Türen
dass da wirklich Fahrzeuge reingefahren sind. Das ist eine kleine Halle. Ja. Und für diese kleinen LKWs sein. Ja, hier ist Brennholz. Ach, das war aber durchlatschen. Also ich vermute einfach mal, dass es für Fahrzeuge hier gemacht worden ist. Ja. Anders kann ich mir es nicht vorstellen, weil dieses große, wahnsinnige Tor könnte eventuell vielleicht mal eine alte Werkstatt gewesen sein. Ist ja bestimmt keine... Oh, hier. Ja, das ist so eine alte Heizung. Ganz alt. Da hängt auch einer dran. Hä? Da hängt auch einer dran. Ah, Tatsache. Sehr hübsch, sehr hübsch. Die gehen normalerweise da. So, sind wir einmal durchgelaufen. Ja. Da auch wieder überall diese Sicherheitskasten. Ne? Alles, wo ich noch sagen muss, die hier sehen noch sehr schön aus, im Gegensatz zu die wir manchmal gesehen haben. Genau. Halt, stopp, hier kommen sie nicht durch. Doch, wir sind drauf. Ach da, guck mal an. Bin ich jetzt bescheuert? Ist das, wo wir gestern waren und dachten, wir kommen da nicht rein? Weil da ist ein Zaun. Mit Stacheldraht. Ja, da hinten, da waren wir gestern. Da ist dieser Hügel und da ist dieses Teil. Wir waren so nah dran. Und hier war sogar offen. Ja, es war dunkel. Ja, hier ist offen. Ich glaub's es nicht. Da waren wir gestern auf der anderen Seite und haben gedacht, scheiße, was ist jetzt los? Zaun zu, wir kommen hier doch nicht rein. Bestimmt nicht erlaubt. Scheißen uns fast auf Deutsch gesagt eine Hose. Und da vorne standen wir gestern Abend. Im Dunkeln. Und hier war der Zaun auf. Gelaufen. Da hinten sind wir durch den Wald gelaufen. Ja, genau, richtig. Da hinten sind die ganzen Bunkers. Aber Leute, Sicherheit geht eben vor. Ja, also weil wir halt nichts gesehen haben, haben wir einfach gedacht, also so wie... Ja, oh, das haben wir gestern alles nicht gesehen, weil das einfach zu dunkel war. Ja, das Teil haben wir von der anderen Seite gestern aufgenommen. Ah! Ich vermutet habe, ich ja, hier diese Stand- ja genau. Haha. Hier wurde alles beobachtet und... Und auch da standen wir, genau da. Und da habe ich gesagt, wir dürfen hier nicht rein, hier ist ein ganz langer Zaun. Und dann ist das Lustige, da ist es offen. Scheiße, aber wie gesagt, im Dunkeln siehst du halt nichts. Und wir waren uns halt gestern nicht so sicher und haben uns informiert. Ja, jetzt sind wir halt drauf und jetzt können wir euch das alles zeigen. Das kennt ihr jetzt ja so ungefähr von gestern, aber den hatten wir nicht gesehen. Diese Stufen waren da auf der anderen Seite auch. Was mich ja wundert ist... Okay, jetzt wird... Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das Ganze. Nils wollte gestern da hinten in so einen ganz dünnen Tunnel rein. Und von hier aus hättest du gucken können. Wenn man von hier aus guckt, ist da hinten ein Eingang. Ach. Ja, das heißt, die haben von da aus geluschert. Ach, guck mal, ein Spionagetunnel. Ja. Das konnten wir gestern auch nicht sehen. Wir haben nur diesen dunklen Tunnel gesehen. Aber ja, hier ist so. Aber, ja, da ist wieder Fenster auf. Ich filme andauernd seinen Popo. Irgendwie gefällt mir das nicht. Nee, das Ding hier ist dicht. Da kommen wir aber gleich rein. Wie dick die Türen waren, ne? Wahnsinn! Boah, das Gebäude sieht aber auch schon echt, naja, alt aus, ne? Weiß ich noch nicht. Ist da was drin Interessantes? So, ich soll um die Ecke gehen. So, dann gehen wir mal um die Ecke. Bestimmt ist da die Tür auf oder so. Dass ich nicht das... Ja. Ah! Oh, meine Fresse, du Arschloch! Ich hab die Kamera fast fallen lassen. Boah. Ha. Ich komme her. Halt mal Kamera. Ich muss mich mal eben ablegen. Oh. Ich muss. Du Arschloch. Ich muss. Krieg ich dich. Tut mir leid. Aber den Spaß musste ich jetzt hören. Das war Karma, ne? Ja. Den ersten im Gefängnis haben wir entdeckt. Sehr aggressiv. Sie kriegen nichts zu essen. Sie bleiben da drin. Und gleich fällt die Tür raus.
Und wieder ein Gebäude. Aber hier ist richtig Holz. Holzwände. Da. Oh, das stinkt hier so sehr. Pfui, 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 pfui. Keine Ahnung, was das hier war. Die haben hier Trauerkerzen. Naja, wenn man überlegt, es ist ja eigentlich hier nicht witzig, was hier damals passiert ist, ne? Man muss immer noch überlegen, das ist aus dem Weltkrieg halt gewesen. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man dann überlegt, wie viele hier vielleicht gestorben sind, wie viele Leichen hier eigentlich lagen, wie viel Blut an den Wänden klebt, auf Deutsch gesagt. Das muss ein Schlafraum gewesen sein. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie ganz komisch. Dass das hier so heile ist. Ja, so. Keine Graffiti, kein nix, ne? Ja, wenn man das überlegt. Guck mal hier, dann so eine kleine Luke. Kannst du durchsprechen. Aber kein Panzerglas. Da gab es ein Guckloch. Da konnte man durchgucken. Also, auf Deutsch gesagt. Bist du runtergefallen? Nee, aber hier der Stürzklopfer war im Weg. Hast du dich verletzt? Alles gut. Wir haben keine Krankenstation hier mehr hier. Aber guck mal, wie dick die Türen sind, ey. Das ist normale Stärke eigentlich, aber die haben sich irgendwie aufgebrochen. Hau ab. Ja, hier war bestimmt herzlich willkommen in unserem Wunderland. Mein, da war früher so ein Schild, dass das halt hier Militärgelände war. Genau, hier ist dann das große Tor, was jetzt aber auch offen ist. Das war aber vor kurzem, also was heißt vor kurzem, es war geschlossen und die haben darum gekämpft, dass es halt aufgemacht wird, dass dieses Gelände halt ja zugänglich ist. Na. Ja. So, jetzt verlassen wir das erstmal. Alle haben wir die verbotene Zone, sag ich jetzt mal so, gefunden. Hier sieht man, das ist noch nicht freigegeben worden. Darf man auch nicht hin. Mich wundert es nur, dass da hinten ja irgendwelche Fahrzeuge stehen. Ja, LKW von Scania. Sind die alt? Ja, ja. Gut erhalten, würde ich mal sagen. Okay, also dieses Gebiet wurde wohl so beschrieben, dass man hier wohl nicht rein darf. Also ein Teil ist wohl freigegeben und ein Teil wohl nicht. Also hier keine Namensschilder oder sowas drin. Hier ist kein Schild mit Zutritt verboten, es ist einfach nur eine Kette zu. Es hört einfach nicht auf mit Gebäuden. Immer wieder findet man was. Ich finde natürlich immer alle Wege. Ja, durch eine Öffnung von dem Zaun und dann. Also wir waren da ungefähr um die Ecke, weil ich der Meinung war, wir müssen da durch. Und dann ist hier ja mal einfach so ein offenes Gelände. Aber das sieht auch noch ziemlich heil aus, ne? So, falls ihr wisst, ich gebe euch jetzt mal eine Aufgabe. Hier sind überall Schilder mit H-G-P. Was heißt das? Also H, ich mache das hier noch rein. Ich so. Kann noch ein Auto hier hinholen, dann tun wir mal tanken eine Runde, ne? Hast du es nie aufgehört? Nee, ich habe nicht gegessen heute. Ich auch nicht. Ach, nicht so interessant. Tankanlage. Ich habe schon gedacht, wir finden irgendwas anderes. Letzte Prüfung hier. Letzte Tankreinigung, letzte Befülldatum. Ja. Letzte Tankreinigung, 1988. Aber hier sind die Türen noch heile und alles, ne? 1988, das letzte Mal hier Tankreinigung. Ey, der Strom funktioniert hier noch. Das funktioniert hier alles noch. Da! Der Zwang ist aber offen. Boah, habe ich mich erschrocken. Ich habe dich da gerade gesehen. Da sind Jacken drin. Da sind Jacken drin. Toiletten sind auch neu. Merkwürdig. Was ist hier los? Also manche Gebäude sind hier irgendwie noch renoviert. Das scheint irgendwie ein Betrieb zu sein. Und dann andersrum findet man wieder alte Gebäude,
wo man auch reingehen kann. Und dann findet man wieder sowas, wo komplett zu ist und ja, das wird wohl benutzt. Da steht ein LKW an. Ja, da steht ein LKW hin. Das sieht aus wie eine Lagerhalle von jemandem. Das ist Privatgrundstück. Ja, das haben sie verkauft. Da ist aber keine Kette dran. Ja, aber haben sie abgemacht. Siehst du, da ist nichts dran. Auch verkaufen wird dran. Ja, aber auf jeden Fall haben sie hier das Schild, weil das ist auf Deutsch gesagt nicht mehr Lost Place, ja. Das ist schon wieder in Gebrauch. Lost dran. Ja. Das ist nicht mehr. Ja. Das war's. Hier ist wieder zu. Hä? Jetzt drehe ich mich um und da hinten ist auch schon wieder was. Ich bin überfordert hier. Ich bin ehrlich überfordert. So, jetzt sind wir von das eine Grundstück runter, weil das eine wurde wohl schon verkauft. Da steht schon ein Privatgrundstück halt dran. Also in die Häuser kommen wir nicht mehr. Hier haben wir jetzt schon wieder eine Hütte. Was ist da drin? Diese Fläche wurde von den Forst- und Jägern errichtet und ausgesät und bepflanzt, um den heimlichen Wildfutter Deckung und Lebensraum zu geben. Bitte nicht betreten. Ja, Revierbetreuer. Okay. Boah, das stinkt hier aber so komisch. Nach was riecht das? Nein, das riecht überhaupt nicht gut. Da schläft jemand drin. Ihr hat auf jeden Fall. Da hat jemand dran geschlafen. Also hier hat auf jeden Fall einer drin gehaust. Ja, eindeutig. Oh ne, ich muss hier raus, das stinkt. Ich muss raus hier. Ich gehe mal ein Stück Leitmann. Oh. Warte mal eben. Nee, ich warte nicht, ich brauche Luft. Puh. Oh Mann, es hört nicht auf mit den Gebäuden, ey. Das ist Wahnsinn hier. Oh. Oh. Hm. Hab ich gar nicht gesehen. Was? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich ja. Das scheinen aber die Wohnhäuser gewesen zu sein, wovon berichtet worden ist. Und überall dieser müffelige Geruch. Was? Auf der Schleifen. Ich muss schleifen, wenn ich eine Scherbe um den Fuß habe. Das sind die Wohnräume. So. Das sind auf jeden Fall die Wohnräume. Oh, das ist nicht auch meine Küche. Das ist noch meine Küche. Oh, dieser alte Boden, ne? Richtig Holz. Ja, und so eingebrochen hier komplett das Ding. Warum auch Boiler. Noch? Wahnsinn. Scherben unter dem Fuß ist viel schlimmer. Dass der Nils in der Busch ist und Pipi zu machen, habe ich schon wieder ein Haus entdeckt. Meine Güte, das hört hier gar nicht auf. Es ist der Wahnsinn. Aber was ist das? Keine Türen, nur oben so eine Fenster mit Gittern vor. Oh, jetzt habe ich sein Schniedelwurz gesehen. Ich habe mich umgedreht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Ey. Wow. Widerlich, sag ich euch. Widerlich.
So, konzentrieren wir uns hier drauf. Was ist das? Was könnte das gewesen sein? Das ist die Frage. Hier haben sie aber auch wieder zugemacht. Hier sind Gebäude über Gebäude. Er ruft von hinten. Nee, ist doch eh nicht auf. Komme ich auch nicht hin. Oh, das stürzt da oben auch schon alles ein. Da ist auch noch eine Tür. Da. So, da komme ich nicht rein. So, ihr Lieben, wir sind wieder im Auto. Alter, es nahm kein Ende und ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr. Aber dieses Wetter, ja. Deswegen Pulli aus. Ja, total nass. Ja, wir haben uns hier, ja, also ich habe mich vorher und danach hat sie und... Ja, wir haben uns jetzt, die Pullovers liegen da hinten, wir haben uns erstmal jetzt mit T-Shirt hier hingesetzt, weil es geht nicht. Auf jeden Fall, mega Gelände, teils darf man rauf, teil wo nicht, aber es ist spannend gewesen. Trotz Scheißwetter. Und jetzt gehen wir was essen. Wir haben für heute die Schnauze voll. Aber definitiv. Haben mega Durst, mega Hunger und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und wir haben noch immer noch nicht alles. Und was ich noch mal eben sagen möchte, ist einfach, ich mache immer ganz viele Fotos hier auf, wenn ich unterwegs bin allgemein. Und die poste ich immer bei Insta. Also wenn ihr uns... wenn ihr die unbedingt sehen wollt, folgt uns doch bitte. Da blende ich jetzt das ein. Folgt uns da bei Insta und da könnt ihr auch weitere Fotos auch sehen. So, tschüss ihr Lieben. Ciao, ciao.